Moin, Freunde von Campfeeling. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Das Wetter wird immer besser und heute haben wir mal wieder ein preisgünstigeres Modell für euch im Angebot. Und zwar den neuen Adria Compact DL Supreme. Ja, was gibt es dazu zu sagen? Das Fahrzeug ist 6,99 Meter lang, nur 2,13 Meter breit, also hat so Kompaktabmaße. Heißt nicht umsonst so. So ähnlich wie so ein Van, ne? Also nicht ein Kastenwagen, sondern diese Van. Genau, ein Van auf teilintegrierten Basis. Es steht auf einem Fiat-Motor da. Wir lesen hier an der Seite auch Ducato. Ja, und es ist sogar, wie man es hier vorne am Grill sieht, Power, also es ist der große mit 180 PS. Ja, genau so sieht es aus. Ja, das kann man gleich mal sagen, wenn wir bei der Motorisierung sind. Der 2,3 Liter Motor von Fiat mit 180 PS. Und in dem Fall aufpreispflichtig hat er auch noch das die 9-Gang Wandlerautomatik mit dabei. Damit ist man, glaube ich, ganz flott unterwegs. Ich denke, ja. Ja. Steht auf jeden Fall gut im Saft, ne? Würde ich auch sagen. Dann gehen wir mal hier rum, Robert. Hier haben wir den Anschluss für den Landstrom. Ja. Wir haben Rahmenfenster verarbeitet. Das Toilettenfach, wie bekannt, hat auch diese Sogvorrichtung drin. Hier fehlt, glaube ich, noch ein Deckel, aber das Fahrzeug ist nagelneu geliefert. Ist sogar schon ein Kundenfahrzeug, also da dürfen wir auch die Folien nicht abmachen, die wir nachher drin sehen werden. Ich zeige euch mal ganz kurz das Supreme Plus Equipment. Das bedeutet, dass zum Beispiel bei der Toilette zum Beispiel die Toilettenflüssigkeit dabei schon ist, dann das graue Wasser, ja. Mittel, sowas ist dann alles schon inklusive. Ja, genau. Dann haben wir hier hinten den Einfüllstutz fürs Frischwasser. Ja, auch wieder nochmal schön extra blau gekennzeichnet. Ja. Auch nochmal symbolisch. Und die Tür zur Garage. Das ist hier so eine Doppelverriegelung. Ist eigentlich nicht schlecht gemacht mit diesem einen in den linken Griff. Und auch wieder mit Filz schön verarbeitet, ja. Hier. Innenverkleidung. Die Garage ist auch wirklich groß, wenn man das mal so sieht. Ja, die ist wirklich sehr geräumig. Was haben wir hier hinter? Ach, das ist bloß wie so ein Regalfach, da kann man was ablegen. Ach, guck mal, hier oben hat er noch mal einen Anschluss. Ja, USB und Strom. Daneben USB ist nochmal 220 bzw. 230 Volt. Ja. Also das haben sie hier hinten ganz gut. Dafür sehe ich aber hier, glaube ich, keine. Hier oben hat er die LED-Beleuchtung integriert. Ja, die habe ich gesucht. Hier unten ist auch noch mal ein Lämpchen. Ja, dann ist doch gut. Oh, der hat sogar eine Anhängerkupplung, sehe ich. Ja, das haben die Leute sich so bestellt. Bei diesem Auto, weil das ist irgendwie so eine Spezialvorrichtung, kostet sie, das gleich mal, um das mal dazu zu sagen, um die 2000 Euro. Das ist aber ein Pappenspiel, ne? Ja. Anhängerkupplung. Aber sonst ist das schick gemacht von hinten, ne? Ja. Also wenn ich mal hier so das Chrome-Element sehe und das steht ja das Kompakt, das sieht auch ein bisschen aus, als wenn er ein bisschen höher ist, ne? Ja, der sieht ziemlich hoch aus hinten, das stimmt, ja. Aber das ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt, denn wenn du hier hinten nochmal 150 Kilo zulädst in der Garage, kommt der doch nochmal ein Stück nach unten, ne? Ja. So, hier haben wir die andere Seite der Garage. Das ist noch ein Polster für drin, wenn man wahrscheinlich was umbaut für eine Schlafmöglichkeit. Ja. In der Dinette vorne. Ne? Ach, schau, Adria hat das jetzt anders gelöst. Hier ist das Ventil für das Grauwasser. Ja, da hat man hier unten diesen grün. Dieses rote Teil. Das steckt man hier oben rauf. Und dann kann ich das auf- und zudrehen. Ach so, okay. Ja, genau. Ah, okay. Ich will es jetzt nicht machen. Ja. Und hier sehe ich, hat er nochmal eine Winterisolation, also quasi wie ein Durchlauferhitzer für die Wasserleitung. Ja. Feine Sache.
So, das nächste Fach, da vermuten wir mal die Gasflaschen dahinter, ne? Die Flaschen werden noch nicht drin sein. Ja. Jeweils wieder für 2 11-Kilo-Flaschen geeignet, ne? Ja, und dann hat er bei der Ausstattung hier, bei dieser Supreme-Ausstattung, hat er außerdem schon den Crash-Sensor mit drin, ja. Den Duo-Crash-Sensor und auch diese Umschaltautomatik. Okay. Was ja. Mir jetzt aber hier auffällt, Nils, tatsächlich, ist ja. Die Höhe. Wenn man das jetzt einlädt, ja. 2x11 Kilo, ja. Ist das schon relativ... Die Flasche ist vielleicht so hoch, da muss man aber ganz schön wuchten. Ja, ne? Das ist sportlich. Das muss man ja bis hier bringen, damit ja. Man sich hier auch über den Absatz trägt. Ne? Finde ich etwas als negativ, aber das ist jetzt meine eigene Empfindenssache. Ja, das ist das Auto für die Jugend, ne? Ja. Jo. So, machen wir wieder zu. Leichtmetallfelgen hat er dabei. Und dann sind wir eigentlich bei diesem Auto schon rum. Man kann sich nochmal diese gesamte Optik hier angucken. Also hübsch gemacht ist es tatsächlich. Ja. Fühlt sich gut ein, auch dass das komplette Fahrzeug silbermetallic ist. Unser Freund. Ja. Der Gasschlot. Ja. Ja, dann würde ich sagen, werden wir uns mal das Fahrzeuginnere verkrümeln. Ne? Ja, genau. Ich gehe hier wieder rein. Ja. Und du gehst auf die andere Seite. Bis gleich. Ja. So, moin Freunde. Kommt rein ins gute Fahrzeug. Gucken wir uns den Adria mal gemeinsam von innen an. Ne? Hallo, da hallo, bin ich. Hallo, hallihallo. Oh, hier ist aber eng. Ja, Nils, das hat damit zu tun, dass das Fahrzeug auf einer besonderen Breite basiert. Und zwar auf 2,13 Meter. Liegt daran, dass es ein Kompakt-Van-Modell ist. Das auf ja. Einem Teilintegrierten aufgebaut hast ist. Also recht, habe ich mir nicht angedacht gleich. Ja. Ja, genau. So, was uns natürlich als erstes aufgefallen ist bei dem Fahrzeug, es hat sehr eine klare Linie, eine klare Raumaufteilung, aber es sieht durch das Dekor ziemlich klinisch aus. Wäre jetzt persönlich nicht unser Geschmack, aber die Geschmäcker sind ja Gott sei Dank verschieden. Aber bei dem Fahrzeug, so wie es hier sich die Kunden zusammengestellt haben und konfiguriert haben, ist es relativ klinisch. Ja, stimmt. Also wenn ich hier hochgucke, ja. Das ist ja so richtig weißer Hochglanzlack. Ja. Ja, klinisch. Spricht genau das aus. Wir sagen immer Krankenhaus-Style, ist ja genau das gleiche, ne? Genau. Was hat das Fahrzeug? Das hat das Skyroof verbaut. Das Skyroof 4 ist aber ohne Funktion zum Öffnen oder Klappen. Mhm. Hat das Buffet dazu. Auch hübsch gemacht, geht über die komplette Breite. Was mir persönlich auch gut gefällt, das ist ein nettes Gimmick, ist dieses Kompakt in dieser 3D gelaserten Schrift in dem Plexiglas hier oben. Mhm. Sieht man ganz gut. Ja. So, wenn wir jetzt einmal hier vorne sind, kannst du ja mal ganz kurz hier aufs Cockpit. So machen wir es. Schauen, ist jetzt Standard Fiat Ducato. Hat das Lederlenkrad da drin verbaut, diese Chrom-Elemente, diese Zierelemente, hat die neue 9-Gang-Automatik schon, wie Daniel euch das schon draußen angesprochen hatte, verbaut. Ja, und ansonsten ist jetzt hier nichts Außergewöhnliches, was man jetzt was nennenswert wäre. Ja. Ja, zum Tisch oder zu dem Nett, das ist eine Face-to-Face-Sitzgruppe, ist ja jetzt das, was dieses Jahr wirklich angesagt ist auch eine coole Sache. Der Tisch ist zweigeteilt, den kann ich ausklappen. Dann habe ich einen vollwertigen Tisch zum Essen, wo ich genügend Platz habe. Soll das nicht so sein und ich muss kurz durchhuschen, kann ich das hier einfach zur Seite klappen und habe hier quasi genug Freiraum, um mich zu bewegen. Ansonsten, ja, ist ein zugelassen für 4 Personen zum Fahren. Das Fahrzeug zum Schlafen ist aber nur für 2 Personen. Hinten in der Garage lag doch dieses Teil da. Ah, okay, Entschuldigung. Ich glaube, du kannst hier wenigstens für eine Person, wenn du den Tisch absenkst und das dazwischen legst, hast du für wenigstens eine Person noch eine Schlafmöglichkeit. Okay. Und Kinder vielleicht sogar für 2. Dann löscht das aus eurem Gedächtnis, was ich gerade gesagt habe. Dann ist das so. Ansonsten die Schränke, vom Bau her ist alles mit Softgloss und Pushlocks. Also Stauraum habe ich hier in dem Fahrzeug tatsächlich mehr als ausreichend. Oh, hier. So. Da kann man nicht meckern, ne? Nein, guck mal, gerade hier über der Küche, da hat man dann auch so die Fächer noch unterteilt.
Was ist denn das? Hat er hier einen Ablüfter oder? Ja, da ist ein Abluftsystem. Ah, ja. Okay. Das hat man draußen schon gesehen. Ja, das ist genau. Gut zu erkennen. Ja. Ist eine nette Sache, ne? Ja. Ich meine, wir haben es bis jetzt in einem Fahrzeug mal gehabt, in dem zweiten dann wieder nicht. Und wenn man große Fenster an der Küche hat und oben drüber noch ein Dachfenster, das haben wir aber, wenn ich jetzt mal hier hoch leuchte, nicht. Dann hat man genügend Abzugsmöglichkeit. Aber so, wenn es eingebaut ist, ist doch toll. Genau. Wenn wir jetzt einmal bei der Küche sind, dann haben wir hier einen 3-Flammen-Kocher. Auch wieder mit der Piezo-Zündung. Mhm. Das sollte ja eigentlich mittlerweile Standard sein. Was hier wirklich toll gelöst ist, was ich gut finde, das sind wenige Fahrzeughersteller, die es so machen, wie es jetzt bei dem Adria-Modell ist, dass wenn mir hier mal was daneben kleckert, beim Nudeln kochen etc., ja. läuft das, kann ich das hier einfach rausnehmen. Und kann es hier schön in die Spüle reinwischen. Das ist eine pfiffige Sache. Dann sollte es aber nicht unbedingt Fett sein, weil wenn das Fett in die Spüle kommt mit den schmalen Abflussrohren hier, dann ist ja, das nicht das stimmt. Gut, ne? Das stimmt. Da solltet ihr drauf achten. Dann ist das hier schön verbaut, typisch wie beim 20er und 21er Modell, dass das Rahmenfenster hier so verbaut wurde. Das sieht ja. schön frisch und modern aus. Dann habe ich hier die Rollos. Nein, du musst von der Seite drücken. Beide. Ach ja. Danke. Hier Rollos. Dann habe ich hier oben das Fliegengitter drin. Mhm. Genau. Und die Spüle, die hat jetzt keine Abdeckung hier, ne? Doch, das habe ich vorhin hier im Schränkchen gesehen. Die liegt hier. Da ist die. Hast du schon geluschert? Ja, ich habe das schon mal beobachtet, wie sich das hier alles verhält. Ist auch alles mit Softgloss. Mhm. Hier oben vermuten viele von euch sicherlich die Besteckschublade. Das ist aber falsch. Oh. Hier habe ich die Gasabsperrhähne. Genau. Ja. Der ist irgendwie auch indirekt beleuchtet hier unten. Ne? Ja, der hat hier im ganzen Fahrzeug ist so dieses Ambilight verbaut. Ja. Ich finde es persönlich aber ein bisschen schade, denn die Absperrhähne hätte man vielleicht auch anders hier integrieren können. Und dafür hätte ich mir persönlich hier eine Besteckschublade gewünscht. Gut. Die ist hier gar nicht, ne? Nein. Okay. Den unten das kann man dann höchstens in die unteren Schränke irgendwie mit integrieren oder verbauen. Okay. Ja, stimmt. Da muss man vielleicht ein bisschen Einfallsreichtum. Ja, gut, nur haben die Kunden natürlich auch hier, wenn wir hier mal gleich weitergehen, die haben sich auch hier einen Backofen bestellt. Ja. Weiß nicht, ob man da vielleicht sonst die Besteckschublade hätte. Das kann auch sein. Ja. Ein Backofen ist immer keine verkehrte Sache, ne? Ja, stimmt. Also wir haben auch einen drin. Ihr habt keinen, aber ihr macht es ja mit dem Omnia, ne? Wir machen mit Omnia. Ja. Mhm. Ich glaube, es gibt beim Kastenwagen auch, schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ich falsch liege, ich glaube, da gibt es gar keine große Option mit Backofen. Vielleicht in den nächsten Jahren, aber ich persönlich wüsste es jetzt nicht. Also es gibt sicherlich einen mobilen, den man mitnehmen kann und dann über den Landstrom laufen lässt, aber integriert im Kastenwagen wüsste ich jetzt nichts. Ja. So, dann kannst du mal hier rein leuchten, wenn du das möchtest. Warte. Dann oder? Wir werden die Positionen wechseln. Ja. Jetzt, da ist er wieder. Hier bin ich wieder. Hier haben wir noch kurz den Kühlschrank. Das ist ein Tedford-Kühlschrank. Ja. Okay. Ist, sage ich mal, für die Fahrzeuggröße ausreichend. Das ist Standard. Ja, Gefrierfahrer da drin. Bei den Kompaktvents und Kastenwagen sind die Kühlschränke jetzt ähnlich die Riesen. Nee, alles klar. Und hier unten haben wir noch ein Schrank, der ist aber riesig. Also den finde ich persönlich wirklich riesig. Ja, guck mal, mit Kleiderstange. Ja. Ne? Also da kriegt man doch schon was weg. So, dann haben wir hier die Toilette. Ich kann da nicht reinfilmen, weil du gerade drauf sitzt. Nee, drin stehst. Genau, also wir können ja mal hier das Licht anmachen. Ja, pass auf, komm her. Wir können das mal so machen. Was hübsch gelöst ist, ist das Waschbecken. Das gefällt mir gut. Das ist ein hübsches Designelement. Mhm. Ansonsten habe ich die Dusche, die ist hier hinter verbaut. Ja, dann musst du doch Achtung, mal raus. Komm mal raus. Wir machen das mal so. Geh mal zur Seite. So. So. Genau. Jetzt hat er die Dusche hier aufgeklappt, Herr Robert. Die kommt jetzt im Vorschein. Das System hat sich auch in den letzten Jahren wirklich bewährt, ne? Und wir haben auch hier unten eine Duschwanne mit zwei Abflüssen. Das ist eigentlich ist wirklich gut. Hier hat man so ein bisschen als Einschränkung der, also den Radlauf,
Aber ich glaube, das stört nicht, wenn ich hier drin stehe und dusche. Mhm. Machst du ein Beinchen hoch, machen. Ein Beinchen da, ein Beinchen da. Ja. So, jetzt wieder zugemacht. Dann wirkt das Ganze so. Oben habe ich ein Heki verbaut. Ja, hier oben ist ein Heki-Fenster drin. Mit der obligatorischen. Den Handtuchhalter. Handtuchhalter, genau. Den finden wir eigentlich jetzt fast in jedem. Ne? Ja, das finde ich auch gut so. Hier oben der Schrank, der ist auch wieder mit Pushlock, glaube ich. Ne? Der ist mit Pushlock, genau. Okay. Ist groß, ne? Also für einen Badschrank ist der wirklich groß. Ja, guck mal, da drunter hast du nochmal diese Ablage da, hier dieses Aluminium. Genau, und oben sieht man links in der Ecke hier in dem Schrank, sieht man auch nochmal ganz gut die Steckdose. Mhm. Das ist 220 bzw. 230 Volt. Genau, die Toilette ist drehbar. Kunststoff, ne? Die ist aus Kunststoff, genau. Und dieses Plus Equipment sieht man zum Beispiel hier bei diesem Fahrzeug, dass solche kleinen Sachen sind dann halt zum Beispiel mit schon drin. Ne? So. Ja. Okay. Das Bad ist klein und fein, aber auch vollkommen ausreichend. Ja, und was ich gesehen habe vorhin schon, ich mache das jetzt mal, da kommt nämlich Robert nicht an. Ich mache mal hier oben den Druckknopf ab. Und dann kann ich nämlich. Schalte du mal. Dann kann ich nämlich dieses Schiebeelement zumachen. Man muss sagen, die Tür ist tatsächlich sehr, sehr hochwertig verarbeitet. Ja, das sieht auch schick aus, ne? Ja. Aber während der Fahrt würde die ja immer rumflattern. Hier lässt sie sich nämlich nicht justieren. Fixieren. Obwohl, das müsste eigentlich wie bei unserem Kastenwagen magnetisch sein. Aber das hält nicht während der Fahrt. Das ist ja, ich habe gerade da ein bisschen rumgefummelt, das ist zu locker. Aber dafür hat man dann, was ich schon gerade gezeigt hatte hier, hier oben diesen Druckknopf und damit macht man es fest. Weil wir haben es bei unseren immer zu. Mhm. Und wenn ihr so eine Vorrichtung mit den Druckknöpfen nicht habt, macht die gerade diese Rollschiebetüren immer zu. Weil wenn ihr mal bremst, die Dinger fliegen euch sofort schnell aus den Angeln oben. Mhm. Und diese kosten auch nicht wenig Geld, wenn ihr die mal reparieren lassen müsst. Ja, nur das als Tipp. Genau. Dann würde ich mal sagen, Robert, ja, ab ins Bettchen. Ich gehe mal hinter, genau. Ja, hinten habe ich ein typisches Doppelbett verbaut. Wie ihr seht, ist es nicht relativ hoch. Ne? Naja, das stimmt. Also ich kann hier mit Mützchen sitzen, aber auch nur, weil hier das Heki verbaut ist. Wenn ich du bist ja auch ohne Mütze viel schöner. Ah Gott, jetzt hat er aber wie so oft die Haare nicht gemacht. Nein. So, von den Bettmaßen ist es klassentypisch, das ist ausreichend. Das ist 1,60 Meter in der Breite und 2 Meter in der Länge. Oder 1,97 in der Länge. Und das sollte eigentlich ausreichen. Das ist eine gute Größe. Hier haben wir links und rechts Lattenrost verbaut. Mhm. Genau. Habe ich hier hinten auch nochmal. Wenn ihr das seht, da hinten die variablen Schwanholzleuchten, die sind hier hinten drin. Und hier oben habe ich auch noch mal 3 große, gut dimensionierte Staufächer. Ja. Ne, für Schlafsachen, Klamotten. Gut, das ist natürlich schon konstruktionsbedingt. Aufgrund der schmalen Breite dieses Fahrzeugs ist es jetzt nicht das größte Schlafgemach hier hinten, aber vollkommen ausreichend. Auf jeden Fall ausreichend, ja, definitiv. So, und dann habe ich auch schon gesehen, soll ich das mal zeigen, weil ich schon gesehen habe, oder machst du es gleich? Die Schränkchen hier unten? Nein, auch das Ausziehen. Ach, das Ausziehen, ja, das kann ich machen. Okay. Ja, das sehen die Leute jetzt nicht gut, dann setze ich mal oben rauf. Und dann. Ich ziehe das mal kurz hier raus. Okay. Mach mal das Polster zwischen, dann kannst du das mal filmen. Ja. So, und dann ist das nämlich ein vollwertiges. Habt ihr ja gesehen, das waren 2 Handgriffe, ne? Also hier kann man es nochmal zeigen, das Ding weg. Wenn man jetzt einzeln schlafen will, kann ja sein, dass man sich mal irgendwie abends mal eine Auseinandersetzung hatte oder sowas. So, das Ding zurück. Dann hat man da oben nochmal den Friedensraum. Den Friedensraum, ja. Und hier ist das Niemandsland. Genau. Und dann habe ich hier auch nochmal links und rechts schöne große Staufächer. Da lässt sich schlecht reinfilmen, weil diese Klappen nicht weiter zu öffnen sind. So, das ist also ein normales Staufach hier, ja. wo man ist einfach tief, mal. Ne? Ja, ist auch wenn tief, du ja. Filmst, ja, genau. Ab. Ja. Doch, das ist
Hier ist, genau, hier ist eine Wanne, sodass man auch mal einen Schuh und Dreckigen reinstellen kann. Cinderella. Oh, die hat ja keinen Dreckigen Schuh, ne? Und jetzt machen wir mit der anderen Seite auf. Ach, das ist ja wirklich ein bisschen kompliziert jetzt. Ja. Mit die Kamera, ne? Ja, und hier haben wir auch eine Kleiderstange nochmal zusätzlich. Wir hatten ja hier vorne den Raum, den einen Schrank. Ja, hier haben sie noch eine Kopfschütze drin für den zweiten, wenn vier Mann mitfahren wollen. Ja, ich glaube, das reicht zum Zeigen hier. Ja. Das stimmt. Ja, dann würde ich sagen, setzen wir uns mal zusammen. Ja. Jetzt mal hier in der Dinette beim Adria. Was ist zu dem Fahrzeug zu sagen? Es ist ein frisches, neues Design. Es ist ein schönes, kompaktes Modell. Jedoch, was wir relativ zum Anfang dieses Videos schon gesagt haben, uns beiden zumindest würde das Dekor nicht gefallen. Wir würden uns das Auto mit einem anderen Dekor aussuchen, weil das einfach zu weiß ist. Ansonsten verarbeitungstechnisch Adria-typisch sehr gut verarbeitet. Ich kann jetzt nicht feststellen, oder wir jetzt, dass es irgendwie irgendwo, wo man Ecken, Kanten hätte, wo man sagt, na, das könnte besser sein. Also das ist wirklich gut gemacht. Auch mit der Dunstabzugshaube ist eine feine Sache. Ja, genau. Ich persönlich, das ist jetzt meine persönliche Meinung und mein persönliches Urteil, würde mir das Fahrzeug für diesen Preis nicht kaufen. Ist falsch gesagt, aber es wäre jetzt nicht meine allererste Wahl. Ja, so wie wir jetzt hier in dem Fahrzeug sitzen, mit der Ausstattung, die es hat, mit der Anhängerkupplung und so, bewegen wir uns bei um und bei 72.000 Euro. Genau. Und da hat es aber noch nicht die Markise dran. Ja, genau. Da hat es, vielleicht sieht man das sogar hier nochmal, da hat es noch nicht das Radio und noch kein Navigationssystem und nichts drin. Und da ist es, also da findet man andere Mobile, auch von Adria, die anders vom Preis bemessen sind. Und ich finde, auch wenn du sagst, hochwertig verarbeitet, die Verarbeitung ist okay. Aber ich finde, manche Materialien wirken auch billig. Wenn ich das hier sehe, diese Kante an der Dinette, ja, das sieht so kunststoffmäßig aus. Und dann, das wäre mir für beim Fahrzeug für über 70.000 Euro, wäre mir das vielleicht nicht wert. Aber wir sind ja eigentlich nicht hier, um über irgendwas zu meckern, sondern wir gucken uns die Fahrzeuge an, teilen das gerne mit euch sozusagen. Und wem einfach dieses Raumkonzept gefällt und wer mit kompakt Fahrzeugen unterwegs ist gerne und dazu hat das Auto auch noch einen 180 PS Motor, der ist kompakt und schnell unterwegs, ja. Der ist natürlich, dem ist das Geld das bestimmt wert, also ja, so muss man es einfach mal sehen. Ne? Genau, und ich denke auch, dass viele von euch, die sich für solche Sachen interessieren, ja auch vielleicht eventuell auch ein Auto suchen, was bedingt alltagstauglich ist, und das ist natürlich mit dem Fahrzeug in der Größe und auch mit der Gewichtsklasse vom Spritverbrauch echt umsetzbar. Ja. Ne? Und ja, ich glaube auch ganz einfach, Nils, dass es heutzutage, wo fängt teuer an, wo hört teuer auf? Jeder hat einen anderen finanziellen Ermessensspielraum, andere Vorstellungen. Und ja, so ist es. Na, genau. Gut, und um das jetzt einfach zu unterstreichen, für diese über 70.000 Euro würde ich mir von Adria wahrscheinlich ein anderes Modell aussuchen. Das ist unsere Meinung. Ansonsten ist das Auto ein pfiffiges Teil, das ist ausgeklügelt. Macht vieles Sinn, wie es ja, jetzt hier ist. Natürlich. Und für diejenigen, die euch dafür interessieren, ihr könnt hier gern zu Nordic Caravan kommen. Zumindest telefonische Beratung ist momentan möglich, was die Verkaufsseite angeht. Und wir hoffen. Das haben wir nämlich vergessen zu sagen. Vorhin bei der Einleitung sage ich immer, wo wir gerade sind. Wir waren wieder bei Nordic Caravan heute. Ja. Und wenn ihr da mehr wissen wollt, einfach wieder www.nordiccaravan.de und schon findet ihr alles, was ihr zu Adria oder über Challenger oder über Rimor oder über Vermietungen und so weiter wissen wollt. Genau, es gibt auch Gebrauchtfahrzeuge hier bei Nordic Caravan. Aber wie gesagt, das ist unser Statement zu dem Fahrzeug. Wir wünschen euch alles Gute. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Abo für uns da. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Und Und schreibt ruhig Rückmeldung. Wir sind immer gespannt, was ihr dazu sagt, wie wir es gemacht haben. Wir wissen selber, dass wir noch lange nicht perfekt sind und vielleicht auch nie perfekt werden. Aber was ist schon perfekt? Ja, ich schon, aber Robert natürlich nicht. Ne? Sagt es uns bitte, damit wir uns verbessern können. Okay, dann hau die hoch, bis bald. Lass euch gehen. Tschüss.